Wir kochen heute Lachs und Steinbeißer mit Gemüsebeilage. Danach gibt's Schweinebraten mit Zwiebeln und Kräuterbaguette. Die Zutaten: ein Lachssteak, etwas Filet vom Steinbeißer, Petersilie und Dill, Fenchel, Mohrrüben und Champignons. Dazu zwei Schweinenackensteaks, Öl, eine Zwiebel und etwas Knoblauch, Kräuterbutter und eine Yamaha XS400. Die Zwiebel, das Gemüse und die Kräuter werden sorgfältig kleingeschnitten. Dazu werden Fleisch, Fisch und Gemüse gewürzt und einzeln in diese wunderschöne Alufolie gewickelt. So vorbereitet entfernt sich die kluge Hausfrau nun aus der Küche. Aus dem Heimchen am Herd wird die rasende Köchin. Und das Lachssteak ist immer mit dabei. Wahre Emanzipation. Ich habe herausgefunden, dass man zum Kochen nicht unbedingt in der Küche bleiben muss, sondern rausgeht, dann losfährt und sich die schönste Gegend aussucht, die man sich vorstellen kann, um dort zu essen. Das Essen wird einfach an den Auspuff gebunden. Eventuell auftretende üble Fischgerüche werden von den Auspuffgasen dezent überdeckt. Die übersichtlichen Instrumente geben der Hausfrau endlich die Sicherheit, die sie beim Mikrowellenherd immer vermisst hat. So, ich habe jetzt alles festgezurrt. Fisch, Fleisch und Gemüse. Fahre ungefähr 32 Kilometer über Land, durch die Dörfer, so wie die Geschwindigkeit sich bietet. Aber es gibt eine Regel dabei. Je schneller man fährt, desto schwärzer das Essen. Die mobile Küche der Zukunft. Hieß das Motorrad nicht schon immer heißer Ofen? Ja, kochen kann man auf jeder Maschine. Egal, ob das eine Tausender ist oder so eine 400 wie meine. Wenn man zwei Auspuffrohre hat, dann kann man einen dicken Braten mitnehmen und für 8 Personen kochen. Das mobile Kochen wird unsere Gesellschaft verändern. Schon jetzt testen Kantinenköche die Zubereitung aller Speisen auf dem Sattelschlepper. Diese Bilder zeigen eindeutig, die Kochzukunft gehört dem wassergekühlten Zweizylinder-Viertakt-Herd.